Mit der Steffi und der Steffi. Und zwar hat der Bier-Eis, da ist wirklich Augustinerbier drin und ab 8 Kugeln ist man betrunken, habe ich mir sagen lassen. Und Weißwurst-Eis hat er auch. Willkommen wieder bei Wiesengaudi TV mit der Steffi und der Steffi. Ich habe hier sehr nette Kollegen von Radio Arabella getroffen, weil die Bayern-Spieler irgendwie alle schon wieder ausgeflogen sind. Aber das macht nichts. Jetzt kann ich mir ein bisschen mit netten Kolleginnen unterhalten. Steffis, was ist los bei euch? Also wir sind jetzt am letzten Tag leider ein bisschen platt, muss man tatsächlich sagen, aber es macht uns immer noch wahnsinnig Spaß. Es war eine so schöne Wiesn, so eine gemütliche Wiesn vor allem. Und wir haben so viele geniale Sachen entdeckt. Was war so euer Highlight? Also mein Highlight war definitiv der Besuch im Fundbüro. Und das Entdecken von diversen Ringen. Die Männer verlieren anscheinend nämlich wahnsinnig gern ihre Eheringe. Du, das ist, weil die Lederhosen ist schon so durchgesessen und dann hast du so ein Loch drin und der Ehering ist durch Zufall von der Hand in die Hose auf den Boden. Aber ich wollte nur mal ganz kurz fragen, Frauen nehmen ja zum Händewaschen des Öfteren gern mal die Ringe ab. Richtig. Das habe ich noch nie bei einem Mann gesehen, muss ich gestehen. Weil sie sich die Hände nämlich manchmal gar nicht waschen vielleicht. Das könnte ein Grund sein, aber diese Ausrede dann daheim, mein Schatz, tut mir so leid, ich habe meine Hände am Klo auf der Wiesn gewaschen. In Unschuld gewaschen. Genau. Definitiv nicht. Versehentlich. Ja, und das Lustige war auch, alle Ringe waren, jüngste Zeit war 2010 und dann 2012. Also die Männer, die es verloren haben, waren noch gerade erst frisch verheiratet. Kruzifix, Kruzifix, Kruzifix. Ansonsten, was hast du für ein nettes Wiesn-Geschichte von Radio Arabella für uns? Also mein schönstes Interview war mit dem verrückten Eismacher auf der Wiesn. Der verkauft Eis im Bodos Kaffeezelt. Und zwar hat der Bier-Eis, da ist wirklich Augustinerbier drin und ab 8 Kugeln ist man betrunken, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es tatsächlich nach einer schon gespürt. Also ich weiß nicht, aber scheinbar ist es so. Und Weißwurst-Eis hat er auch. Das muss aber ich. Ganz das ehrlich, ist in der Breckerl drin oder? Da ist tatsächlich Weißwurst drin. Und das isst man mit süßem Senf. Nix für Vegetarier. Das ist nix. Also das ist nix. Aber das Bier-Eis schmeckt nach Radler. Also aber geil ist doch, wenn du dann so eine Kombi hast aus diesem Weißwurst-Eis und noch das Bier-Eis so drauf. Ich glaube, ich schlage das auf jeden Fall dem Bodo nächstes Jahr mal vor. Irgendwie muss man was Neues machen. Die beim Käfer haben sich auch was Neues einfallen lassen. Aber gut. Sag mal, Freundin in der Nacht, was ist denn so der Unterschied, wenn man fürs Radio arbeitet auf der Wiesn? Das Schöne ist, oder naja, also wir achten halt vor allem auf die Töne. Von dem her, wir haben schöne Töne, schöne Antworten und da kann man tolle Sachen draus zaubern. Bei uns kommt es nicht so ganz auf das Bild an. Sind jetzt da die Promis irgendwie lockerer, weil sie wissen, ihr Gesicht ist nicht zu sehen und nach 3-4 Mass vielleicht ihr Lädchen auf 7:30 hängt? Kommt drauf an, mal so, ja. Also wenn sie schon ein bisschen betrunken sind, ist es tatsächlich ein bisschen sicherer. Es geht aber auch umgekehrt, dass sie fragen, wo ist denn die Kamera? Und wenn da nur ein Mikrofon ist, dann haben sie eigentlich keine Lust mehr, weil man sieht sie ja nicht. Ach so, dann gleich. Nee, also Radio mache ich nicht. Nee. Das ist immer nicht ganz so spannend, weil wir haben halt nicht die Aufmerksamkeit mit der großen Kamera. Wir müssen mal ein bisschen mehr fuchteln. Hallo. Ein bisschen mehr Ausschnitt. Naja, also am Aussehen von den beiden Mädels kann es jetzt, glaube ich, nicht liegen. Aber jetzt wollen wir natürlich noch dein Wiesn-Highlight 2013 wissen. Heute ist letzter Tag, du hast bestimmt auch einiges erlebt, oder? Lass mich mal überlegen. Mein persönliches Wiesn-Highlight. Also eigentlich ist mein Highlight, dass ich tatsächlich geschafft habe, bis auf 2 Tage jeden Tag draußen gewesen zu sein. Ohne größeren Totalausfall. Also jetzt, ich sag größere Totalausfall, kleinere Totalausfälle gab es in der Tat. Also so das eine oder andere Magenproblem gab es schon. Aber ansonsten Highlight ist bei mir immer wieder Frisbee fahren. Das mache ich eigentlich fast jedes Mal, wenn ich auf der Wiesn bin. Das ist eigentlich nichts Besonderes, aber ich brauche es irgendwie. Kannst du das? Ja, wie eine Eins. Also du, das ist dann gerade, wenn der Magen schon so ein bisschen in Aufruhr ist oder aufgeregt ist, dann ist Frisbee super, es sackt dann wieder alles an die richtige Stelle zurück. Fahrt ihr was? Bei mir ist es halt total umgekehrt. Nein, also ich fahre wahnsinnig gerne die Münchner Fahre, die Münchner Rutschen. Ich steige auf einen Teppich und rutsche hinunter und bin fertig mit der Welt. Das reicht. Bedrohlich. Und du? Also ich bin vorgestern Flipfly gefahren. Das ist ein Teil, das sich auch oben über Kopf dreht. Ja. Mir war 2 Stunden lang schlecht. Also ich bin jetzt eher doch der Achterbahnmensch. Mhm. Wenn sich was sich nicht dreht, geht. Alles andere ist tatsächlich schwierig. Ja. Das geht nicht mehr. Ich muss auch sagen, vor dem Ding habe ich Respekt, weil das ist so dermaßen hoch. Und das, ich habe dann mit diesem Albtraum, wenn, lass die Gondel irgendwie entgleisen. Dann schleudert sich gefühlte 200 Meter in die Max-Vorstadt. Und das war's dann auch. Und der Heimweg ist kürzer. Stimmt. Von der Gondel direkt in die Wohnung. Eigentlich müssten wir das anbieten. Das Höchste, was ich heute noch schaffe, ist die Bank. Heute dürfen auch wir zweimal feiern und da freuen wir uns heute schon drauf. Gibt es dann heute so eine Art Arabella-Abschiedswiesen auch? Genau, das gibt es ab heute. Vielen, vielen Dank an den Wirt vom Schützenfestzelt. Wir haben einen Tisch bekommen und dürfen da heute auch mal unsere erste richtige Maus trinken. Das ist eigentlich ein super Tipp, weil dann würde ich sagen, wissen wir, wo wir nachher gegen 10 Uhr mal vorbeischauen und den Alkohollevel mal testen, vielleicht bei Steffi und Steffi von Radio Arabella. Meine Lieben, habt ihr noch irgendwie einen kleinen Gruß für unsere Wiesn-Gaudi TV-Zuschauer? Ganz, ganz liebe Grüße und dickes Bussi und wir sehen uns 2014. Aber definitiv.
Tschüss. Sehr schön.